nur, wenn Flüchtlinge nicht mehr rüberkommen können nach Griechenland, dass sie dann wegbleiben. Wenn die Grenzen wieder offen wären in der Balkanroute, wären die alle wieder da und würden da aufmarschieren. Das ist doch ganz klar. Das heißt, diese Abschottung ist nicht eine Alternative zu dem, was Frau Merkel da macht, sondern das, was Frau Merkel macht, ist etwas on the top. Die braucht diese Abgrenzungen in Schengen und das ist sozusagen das Grundgesetz. Wenn wir nichts als Abschreckung haben, wenn wir nicht eine gute, kontrollierte, völlig richtig kontrollierte, legale Möglichkeit haben für Flüchtlinge, zu uns nach Europa zu kommen und durchaus auch mit Obergrenzen bei diesen Flüchtlingen, nicht bei den Asylsuchenden, dann werden wir intern auch die Mauern immer höher aufrichten und wir werden darin intern leiden. Es gibt unterschiedliche Berechnungen, was das jetzt kostet ökonomisch, diese Grenzen da, weil alles mögliche Just-in-Time-Production und sowas alles nicht mehr so gut funktioniert. Da gibt es natürlich Streit darüber und die, die eigentlich eher die nationalen Grenzen schließen wollen, sagen dann, ja, das ist auch gar nicht so schlimm. Es gibt da irgendein Institut in München, der eher mal direkt, der redet dann immer in diese Richtung. Das kann man auch schon politisch vorhersagen. Aber in Wirklichkeit wird es eine große, auch ökonomische Problematik werden. Aber es wird uns eben auch unsere Lebensart von unten unterminieren. Deswegen müssen wir da einen Weg finden, damit wir nicht weiterhin in Zukunft im Mittelmeer die Katastrophen vor uns sehen, die schon wieder beginnen, die schon wieder grauenhaft beginnen. Und wenn dann der Innenminister sagt, wir müssen dann halt eine gewisse Zeit diese Bilder aushalten, da muss ich schon sagen, da wird mir schlecht. Müssen wir Bilder aushalten? Die Brille ist, was hier aufgenommen wird und die Bilder, das wissen wir, die sind immer das Problem von allen Regierenden, natürlich Matthias Kollatz-Ahn ausgenommen, aber sonst ist es überall das Problem, welche Bilder erscheinen in den Medien und nicht, was passiert da mit den Menschen. Wenn wir dies vermeiden wollen, müssen wir einen Weg finden und wir haben, es gibt eine Möglichkeit meines Erachtens, die gerade in der letzten Zeit von verschiedenen Seiten propagiert worden ist. Ich selbst habe diese Möglichkeit von einer sehr überzeugten portugiesischen Europäerin mitbekommen, die heißt Maria, einen Fonds zu bilden, wo wir die immer erneuten Versuche, die wir gerade heute wieder erlebt haben, dass sie gescheitert sind, irgendwelche Quoten oder Kontingente auf europäische Länder zu verteilen, das wird nicht geschehen. Wo wir das umgehen, indem wir einen Fonds bilden, einen europäischen Fonds bilden, wo sich Kommunen direkt, und zwar überall, deutsche, französische, spanische, polnische, slowakische, Kommunen bewerben können, um finanzielle Unterstützung, wenn sie Studierende, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen. Dieser Versuch, das von der nationalen Ebene wegzunehmen, wo die Regierung alle Angst haben, wenn sie Flüchtlinge aufnehmen, dann kommen die in die Rechtsradikalen auf den Balk in den Wagen. Das wegzudrücken und sozusagen dezentral und von der Basis, bottom-up, neue Initiativen zu machen, Innovationen zu versuchen, dies zu machen auf europäischer Ebene und damit zu zeigen, in dieser europäischen Gesellschaft ist viel mehr Initiative, ist viel mehr Vitalität, ist viel mehr Offenheit, als die Regierungen das immer haben wollen, die zum Teil wirklich sklerotisch agieren. Wenn ich da an unseren Finanzminister denke, ich muss wirklich sagen, das ist für mich kaum noch erträglich, wie alles, was irgendwie lebendig sein will, in diese schwarze Null wieder vergraben wird. Das kann man ja nicht. Thank you.